Hallo Anoholiker, hallo Weltentdecker und ich grüße auch meine neuen Zuschauer zu einer kleinen Runde Anno 1800 mit der ARK 2107 Mod. Meine Lieben, schön, dass ihr alle wieder reinschaut und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Guckt mal, dieses Schiff sollen wir kapern in dieser Schwertransportmission, in dieser Kaperfahrt. Also müssen wir mal dem Schiff so ein kleines bisschen hinterherfahren. In der Zwischenzeit würde ich mal nochmal das andere Schiff nehmen. Hier den Kompass. Ach nee, Moment, das war das Schiff, wo wir hinterherfahren müssen. Das war das. Das hier ist Quatsch, weil das hat keine Bewaffnung. Wir brauchen ein Schiff mit Bewaffnung. Dann fahren wir hierher und sammeln hier noch ein ganz kleines bisschen Gemüse ein, weil das Gemüse brauchen wir, um bei uns auf der Hauptinsel wieder Biokost herstellen zu können. Und schaut mal, dann fahren wir mal ganz gemütlich hinterher und dann gucken wir mal, wie wir das Schiff hier irgendwie kapern können. Also, Kopfgeld ausgesetzt, dass dieses Schiff muss für den Auftrag abgefangen werden, bevor es sein Ziel erreicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was es macht. So wie es aussieht, fährt es raus. Ja? Ja, ich glaube, da sind wir schon ein bisschen zu spät. Aber wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie weit das geht, beziehungsweise was man da alles machen muss oder machen kann. Aber so wie es aussieht, fährt es... So eine verdammte Pleite. Alles klar. Also wir sind zu spät. Wir sind leider zu spät. Gut. Ist aber auch nicht schlimm. Alles gut. Da wissen wir es zumindest fürs nächste Mal, dass dann diese Schiffe auch bei uns, wie soll ich denn das sagen, dass die auch diese Ländereien wieder verlassen. Das heißt, wir müssen uns dann wirklich... darauf konzentrieren, dass wir hier, wie soll ich das sagen, wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir gerade diese Quests und diese Missionen, dass wir die zeitnah abschließen und dass wir uns da wirklich darauf fokussieren und konzentrieren. Das ist wie bei Anno 1800. Du kannst halt einfach eine Quest annehmen und dann halt erstmal ein bisschen vor dich hindatteln. Das geht schon, wenn du die Quest irgendwie vernachlässigen kannst. Aber wenn du die Quest wirklich machen willst, dann musst du dich da drauf, ne? Dann musst du dich darauf fokussieren. Haben wir gerade eben gesehen. Ist aber nicht schlimm. Wir lernen ja auch noch dazu, ne? Mein Lieben, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten weiterzumachen. Schaut mal, die Bauzellen sind voll, die Tonnage der Insel ist soweit erreicht. Wir hatten jetzt hier so eine Information von Eve oder von Eva, dass wir hier unsere Zentrallager erhöhen können. Ne? Zentrallager erweitern mit dem Limit des inselweiten Blablabla. Wir können jetzt Abholung von Gütern aus Betrieben gestoppt und so weiter und so fort. Wir könnten die Handelsgebäude ausbauen und wir könnten auch zum Beispiel das Hafenlager ausbauen. Das wäre auch kein Problem. Eine ihrer Aufgaben ist noch unerledigt. Eve, alles gut. Ne, Lagerkapazitäten erhöhen, das heißt, wir könnten hier zum Beispiel hier reingehen und können sie hier oben jetzt das Depot erweitern. Einfach reingehen und erweitern, Gebäude ausbauen und so weiter und so fort. Hier hätten wir das ja schon und hier ist auch nochmal ein Warndepot, das haben wir auch schon erhöht, ne? Das jetzt auch schon. Also alles gut und es geht weiter. Jetzt gucken wir mal, wie jetzt die Lagerkapazitäten ist. Ich glaube, die sind einfach 10 Tonnen erhöht oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt, ne? Insgesamt 115. Gut. Hier hätten wir auch noch eine Schiffswerft. Wir könnten ja, wie gesagt, noch auch am Strand, könnten wir auch so ein Lager errichten. Gucken wir gerade mal rein. Guckt mal hier, ne? Ein Hafenwarendepot. Da könnten wir hier noch so ein bisschen ausbauen. Sag bloß, das... Achtung, Produktionsstillstand. Ja, nur die Ruhe. Alles gut? Ach, sag bloß, wir können ja hier so unseren Hafen mal weiter. Das glaube ich doch jetzt nicht. Der hat... Sag mal, ist das Meer komplett besiedelbar oder drehe ich jetzt hier durch? Wir bräuchten hier mal noch so einen kleinen... Ist das jetzt effektives Baugebiet? Oder bin ich jetzt hier völlig falsch? Weil dann hätte man ja ganz anders ausbauen können. Ich meine, das sind Warenhäuser. Okay. Nee. Nee. Das ist die Hafenbehörde. Ermöglicht Warenaustausch, schafft einen Hafenbereich. Guckt euch das mal an. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Hier, schafft einen Hafenbereich. Da hätten wir ja das machen können. Eine Hafenbehörde, klar. Energieversorgung mangelhaft. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich wollte es zumindest nur mal ausprobieren. Wir werden jetzt mal... Ich glaube, ich werde jetzt mal das Gebäude wieder wegreißen. Obwohl, es ist doch egal. Komm, da bauen wir noch ein Windrad hin. Ein ganz gemütliches. Rein in die Energie. Die Energie war, glaube ich, hier. Hier oben ist bis jetzt unsere einzige Energiequelle. Keine Angst, es kommt dann... Es kommen dann früher oder später kommen dann noch andere Energiequellen hinzu. Ich würde dann gerne mal gucken, dass wir hier daneben... Endlich einmal ein umweltverträgliches Bauvorhaben. Sehr schön. Zweites, dann laden wir das immer aus.
So, und dann gucken wir mal, wie sieht es denn aus jetzt hier. Genau, hier brauchen wir wieder Gemüse, dann haben wir wieder Biokost, ne? Kein Problem. Reis wird wieder hergestellt, alles cool. Also von dem her alles schick, ne? Kein Problem. Fruchtbarer Boden. Die positive Ökobilanz dieser Insel steigert die Produktivität auf insgesamt 113%. Sehr, sehr cool. Jetzt müssen wir halt nur noch mal warten, meine Lieben, bis wir hier ein paar Werkzeuge zusammen haben. Ein paar solche, ja, ganz normale. Hier wird es als Symbol für den Akkubohrer ausgegeben, aber sehr, sehr geil. Ich würde jetzt hier schon mal schauen, dass wir hier eins dieser Unterwasserplateaus würde ich gerne mal besiedeln. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ist ja dem geschuldet, weil ich ja irgendwie, wie soll ich das sagen, weil ich hier irgendwelche Ressourcen abbauen will oder so. Ganz im Gegenteil, ich will mir es erst nur mal angucken. Ich will erstmal hier so einen kleinen Konto hinstellen. Da will ich mal gucken, wie viel kann man denn bauen, wie viele Gebäude gibt es denn hier, wie viele verschiedene und so weiter. Ne, und das ist ja wunderschön gemacht. Das ist ja echt, echt geil. Gefällt mir richtig gut. Und guckt mal hier, was hier geht. Ich glaube, da kann man vielleicht ein Kraftwerk oder sowas anschließen. Oder irgend sowas, ich habe keine Ahnung. Also was ich bis jetzt weiß, mit Öl kommt man bestimmt nochmal, kann man hier ganz schön was boosten. Hier gibt es zum Beispiel jede Menge Öl. Dann gibt es hier zum Beispiel irgendwie solche Minen oder sowas. Oder hier, ne, versungene Schuttablagerung. Wer weiß, was das ist. Und so weiter und so fort. Und ne, hier gibt es jede Menge, ne, Black Smoker. Da kann man zum Beispiel unendlich Erz produzieren. Erd, Eisen, Kupfer, Uran, ihr seht's. Und glaube ich, Uran wird ja dann auch irgendwann ganz wichtig. Wie das Gold und Platin ist natürlich, ne, das Beste vom Besten. Aber Uran vielleicht zur Energieerzeugung. Atomkraftwerke, sage ich da mal nur. Wir probieren es aus. Wir probieren es alles ganz in Ruhe aus. Na, hier gibt es die Möglichkeit für so ein Tiefsee. Na, hier, Tiefseekonto. Und ich würde ja diesen Kontor, ich würde den ja hier herbauen. Wisst ihr warum? Weil das hier am meisten Platz bietet. Guck mal, das Ding einfach hierher gesetzt. Was braucht man da dazu überhaupt? Wir bräuchten 4 Werkzeuge und acht solche Bauzellen. Wir tauchen gerade auf. Und dann würde ich schon sagen, wir fahren mal zur Hauptinsel und holen uns mal ein paar Teile, oder? Was meint ihr? So, was hat man denn hier? Starkstrom auch bei schwacher Strömung. Erhöht die Produktivität des Gezeitenkraftwerks auf eine ihrer Inseln. Okay, dann müssen wir hier mal das hier mal mit einslotten. Dann fliegt das mal mit hier rein. Genau, dann hätten wir hier, ne, die Items und so weiter. Also alles cool. So. Hier, das sind halt Gezeitenkraftwerke, ne? Also das ist Energie. Aber wir haben noch nicht sowas. Gucken wir mal, Ökobilanzverbesserung. Das können wir, ne? Das Wetterkontrollstation, das können wir jederzeit basteln. Was mich interessiert, das ist ein Solarturmkraftwerk. Offshore-Windrad. Das ist, glaube ich, für die See, oder? Muss im Hafenbereich errichtet werden. Da brauchen wir spezielle Materialien dazu. Blockheizkraftwerk. Bla bla bla. Zugriff auf dieses Gebäude lang. Brauchen wir mehr Leute, die da sind. 750 Eco-Angestellte. Aktuell haben wir 600 und gerade 620 oder so, wie ihr es sehen könnt. Gut, ist ja alles kein Problem. Was mich jetzt noch interessieren wird, schaut mal, Geschütze, Schildgeneratoren. Wir brauchen ja, wie es aussieht, irgendwelche anderen Kraftwerke noch. Die Gezeitenkraftwerke. Vielleicht sind es tatsächlich diese Kraftwerke, die man unter Wasser bauen kann. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich kann ja noch nicht irgendwie so ein Kraftwerk irgendwie ausmachen. Ne, und so weiter und so fort. Also, ja, wie gesagt, wir schauen es uns an. Eins nach dem anderen. So, guck mal, also, die nächste große Kategorie wäre hier Lifestyle. Nahrung nimmt gerade ein bisschen ab. Ein schmuckes Häuschen. Ja, ja, alles gut. Ein guter Job. Nahrung nimmt halt gerade ein bisschen ab, weil das Biogemüse war halt gerade so ein bisschen Mangelware. Guck mal, jetzt haben wir wieder Gemüse da. Und jetzt gibt es hier auch wieder die Biokosten. Wir bräuchten wahrscheinlich eigentlich nur ein Gebäude mehr von dieser Biokostfabrik. Hat den positiven Effekt, dass halt doppelt so schnell produziert wird, weil wenn man das hier so sieht, es gibt leider noch keine Statistiken hier, vielleicht gibt es da eine Mod oder so, schreibt es ja gerne mal in die Kommentare, gerade für die Statistiken wäre das halt richtig geil, dass man halt sieht, eine Tonne wird produziert und die brauchen halt eine anderthalb und schaut mal, ne, Biokost ist schon wieder Mangelware, das heißt für uns, wenn wir das sehen, dann müssen wir halt da dementsprechend reagieren, also machen wir halt das nächste hier rein, dann haben wir noch ein Biokostkraftwerk, eine Biokostfabrik, die bauen wir mal hierher, würde ich vorschlagen. Zack. So, und dann geht das Ganze nochmal weiter. Und jetzt können wir halt doppelt so viel herstellen. Ich denke mal, jetzt gibt es wieder eine relativ positivere Bilanz, ne, gerade für die Biokost. Oder unsere Bewohner werden es uns definitiv danken. Achtung,
Produktionsstillstand. Sägewerk steht keine Waren mehr her, weil... Ja, okay. Obwohl wir noch gar nicht so viel Holz haben. Ja, ja, blablabla. Ich darf Sie an Ihren Auftrag erinnern. Dankeschön. Nachrichten filtert. Guck mal, das können wir alles... Boah, das können wir alles rauslöschen, filtern, was wir wollen. Produktion angehalten fürs Sägewerk. Das ist unsere Nachbarinsel. Das ist verständlich, dass wir da nichts mehr brauchen. Und hier stellen wir ja, hier hat man ja komplett, ne, umgestellt und so weiter und so fort. Mit Sand. Ne, an diese. Mit Sand wird dann hier hergestellt und hier wird dann nach wie vor jetzt. Ja, da kommen dann die Waren hin und her. Ne, die werden dann umgetauscht. Und hier haben wir dann jede Menge Holz da. Ne, hier haben wir Holz da, hier haben wir auch noch Bolzen da. Also egal was wir brauchen, wir kriegen es hier. Kein Thema. Wir brauchen hier Granulat. Das Warenlager ist voll. Sand. Das ist noch ein Warndepot. Und das ist halt auch Sand, ne? Das ist eigentlich Quatsch, was ich hier gebaut habe. Für das Sandaufbereitungsanlage bräuchte man halt eigentlich nur Granulat. Wir haben aber schon Sand hergestellt. Das heißt, das ist eigentlich Quatsch. Die Sandaufbereitungsanlage ist Quatsch. Die können wir wegreißen. Die können wir so, wie sie ist, können wir sie wegreißen. Das bringt nichts. Okay. Oh, dann guck mal hier mal weiter. Hier gibt es halt dann die schönen Bäume, das ist klar. Hier gibt es dann, ne? Hier gibt es dann diese Frachtlager, vergrößert die Insel, vergrößert das inselweite Lager um 50 Tonnen. 50 Tonnen muss aber im Hafenbereich erweitert werden. Ne? Und so weiter und so fort. Das hier nicht. Aber da brauchen wir mehr Einwohner. Gucken wir mal in die Wege rein, das passt auch. So weit, so gut. So, und jetzt muss ich nur noch mal gucken, für was wird dann. Moment. Hier gibt es dann die Statistikzentrale. Schaut euch das mal an. Okay. Vielleicht gibt es hier doch irgendwie Statistiken. Warten wir es mal ab. Wir bleiben mal ganz ruhig. Hier gibt es ein Kohlekraftwerk. Hier gibt es dann Energie. Wir waren ja beim Lifestyle so weit, dass wir bei dem Lifestyle gucken wollten. Moment, wo war jetzt hier oben? Ne, diese Kommunikatoren. Das ist ja das. Und da haben wir dazu Sand gebraucht, wir haben dazu eine Kupfermine gebraucht und wir haben dazu so einen Mikrochip-Hersteller gebraucht. Und dann können wir hier auf diesen Elektronikhersteller zurückgreifen, denn unsere Leute hier, jetzt muss ich mich noch mal kurz dran erinnern, die brauchen dieses Lifestyle. Da musst du 80% erfüllt sein. Und das war, glaube ich, hier das Lifestyle. Ne, Moment. Schön langsam. Das war das mit dem Bild. Und das war das mit dem Informationen. Das ist wahrscheinlich dann später. Lifestyle. Ja, das ist das. Hier, man sieht's. Spiel gespeichert. Ja, wenn man. Ich war mal gerade nicht sicher, welches Gebäude die genau meinen. Häuschen, ein guter die Kommunikation. Die brauchen dann wirklich. Die brauchen dann wirklich hier diese Kommunikation. Ne? Also Sand hätten wir. Wir hätten dann hier, ne, eine Kupfermine. Müssen wir mal gucken. Die hat wir, glaube ich, hier drüben angeschlossen. Beziehungsweise wollten wir das. Hier wollten wir eine Kupfermine anschließen. Deshalb wollten wir hier auf der Insel bleiben. Und mit den Ressourcen könnten wir dann hier tatsächlich einen Mikrochip-Hersteller bauen. Und mit denen könnten wir dann hier dann zum Elektronik-Herstellverfahren übergehen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hier eine Mine anbringen. Dann werden wir das mal mit einem Weg verbinden. Und an diesem Weg, mein Lieben, werden wir dann gleich die anderen Gebäude mit zusetzen. Wisst ihr, was ich meine? Da machen wir gar nicht rum, deshalb wollten wir auf dieser Insel bleiben. Jetzt haben wir ja den Zugang zu Kupfer und jetzt haben wir den Zugang zu Sand. Ne? Hier können wir hier Sandaufbereitungsanlage, Sandextraktor und so weiter. Das ist alles Quatsch. Wir haben ja hier schon Zugang. Also es gibt hier schon den Sandextraktor. Wir brauchen dann kein extra Gebäude hier dafür. Die sind angeschlossen. Das könnte man ein Stück weiter runterschieben. Also alles kein Problem. Weiter geht's jetzt hier tatsächlich mit dem Mikrochip-Hersteller. Und guckt mal, so groß ist das Teil. Ich würde jetzt sogar so weit gehen. Nee. Ja, wir bauen es mal hierher. Wir bauen es mal hierher und danach kommt auch das Gebäude schon. Wir haben halt hier keinen Anschluss an eine Mine. Aber solange der Mikrochip-Hersteller hoffentlich im Einflussbereich eines Warendepots ist, ist er für uns hoffentlich hier dafür gesorgt, dass wir hier ständigen Nachschub an Sand bzw. auch an Kupfer genießen dürfen. Das schauen wir uns gleich an. Und danach gibt es Mikrochips. Ne? Mikrochips und dann danach gibt es endlich den
Lifestyles. Bin ich mal gespannt, wie weit das hier geht. So, Sand wird jetzt... Okay, es geht schon mal los. Hier haben sie schon mal Sand abgeholt. Das finde ich schon mal schick. Ja, ich habe deshalb das Warndepot hier angebaut, weil man hier auf der Ostseite schaut. Mal, da haben wir ja... Okay, da haben wir Achtung, auch noch... Produktionsstillstand. Schmelzwerk stellt nichts mehr her. Ja, weil die Bauzellen voll sind. Das ist völlig klar. Macht aber nichts. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir haben genug Werkzeuge da. Wir werden auch gleich unter Wasser gehen und werden das erste Mal unter Wasser bauen. Aber... Wir statten jetzt erstmal die Tiberius mit ein bisschen Werkzeug aus und so weiter und so fort. Und dann fahren wir erstmal auf die andere Insel. Ne? So, und dann werden wir hier das alles mal ein bisschen entladen. Wobei, ja, hier sieht es auch noch sehr gut aus. Ne? Gerade hier vom Holz und so weiter und so fort. Also eigentlich, das ist alles gut. Und wir werden jetzt unser U-Boot, werden wir jetzt mit Werkzeugen und mit Bauzellen vollknallen. So, hier, vielleicht gibt es dann mal irgendwann im späteren Spielverlauf noch die Möglichkeit, unsere Lager... Warnung. Feuer entdeckt. Was? Es brennt! Feuer! Es Feuer! Brennt! Es brennt! Warte, ich glaub's nicht. Was ist hier los? Ah, eine Feuerwehr. Wir müssen eine Feuerwehr bauen. Guck mal. Wir haben keine Werkzeuge da. Ah, Mist. Jetzt müssen wir ein paar Werkzeuge abtreten. Kein Problem. Dann bauen wir schnell ein paar Werkzeuge. Dann treten wir schnell ein paar Werkzeuge ab. Und dann bauen wir hier mal eine Feuerwehr. Das ist ja ein krasses Ding. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so ein krasses Gebäude ist. Wir bauen das gleich mal. Ich glaube, wir müssen es eh nochmal abreißen. Aber egal, guck mal, eine ganz, ganz kleine Umweltbilanz. Ganz, ganz kleinen Mali drauf. Aber guck mal, schon Feuer, unterwegs, ne? Entwarnung. Feuer eingedämmt. Das ist ja krass. Das ist ja geil. Okay, ne? Katastrophenschutz zeigt die aktuelle Wahrscheinlichkeit für Feuer in Helios an. Okay. Jetzt interessiert mich auch nochmal, wie man hier das umbenennen kann, diese Insel. Aber erstmal egal. So, wie geht's denn weiter? Wir brauchen halt unbedingt noch ein bisschen Werkzeug. Etwa wieder 5 da. Bauzellen etwa auch da ohne Ende. Ich würde dann mal sagen, das war's erstmal. Und wir gleiten erstmal hier runter, oder? Komm, wir gleiten erstmal hier runter, dann gehen wir mal unter Wasser und dann möchte ich mit euch mal angucken, was man hier so bauen kann. Wir werden dann unten noch ein Kondor hinstellen, dann werden wir vielleicht mal gucken, dass wir erstmal die ersten Gebäude planen. Es gibt ja leider keinen Blaupausenmodus oder irgend sowas in der Art, ist aber egal. Wichtig ist, damit wir erstmal ein Kondor hinstellen und damit wir so viel wie möglich von dem Kondorplatz erstmal ausnutzen dürfen. Ne? Das ist schon klar. Guck mal, unsere Bilanz, die sinkt auch. Ja, wir brauchen halt mehr Einwohner. So, was war hier? So, Werkzeuge. Bauzellen brauchen wir nicht mehr. Das ist kein Problem. Lagerkapazität erreicht. Das können wir leider auch nochmal ausbauen. Aber was wir uns halt noch hinstellen können, sind noch andere Depots. Na, hier zum Beispiel Lagergebäude. Guck mal, das könnten wir uns noch hinstellen. 50 Tonnen. Das ist ja der Brüller, das Ding. Schade, hier drinnen kann man nicht bauen. Das hätte ich gefühlt. Scanne Lagerkapazitäten dieser Insel. Alle Parameter im Grün. Dankeschön. Verschlechterte Umweltbedingungen in Boomtown. Kein Problem. Mit verschlechterten Umweltbedingungen kennen wir uns aus. Das können wir noch ausgleichen, indem wir hier einfach noch so eine Wetterkontrollstation hinbauen. Na, denkt bitte dran, das kostet halt alles Strom. Strom haben wir zurzeit leichten Minus, macht aber nichts. Bauen wir nochmal eine Wetterkontrollstation hier irgendwo hin. Zum Beispiel hier, na, hier oben irgendwo. Schließen wir mit an. Und dann hauen wir hier auch gleich... Ökobilanz. Werte steigen. Und dann schließen wir hier auch gleich so ein Windrad mit an. So, das darf dann hier noch die Insel versorgen. Also alles... Ich hoffe mal, es ist alles soweit so gut. Mittlerweile, schaut mal, ist unser U-Boot hier angekommen. Ah, der baut auch schon fleißig hier, wie es aussieht. He? Hat hier unten schon ein bisschen was gebaut. Was ich mich halt frage... Mit unserem Ozone-Maker bleibt die Ökobilanz dieser Insel stabil. Okay, ich aktiviere jetzt die Aero... Was mich halt interessiert, warum der auf diese Inseln halt nur dieses Teil baut. Boah, hier gibt es Werkzeuge. Oh, richtig günstig. Boah, komm, wir fahren mal runter. Was mich halt da wirklich interessiert, warum der halt nur da anfährt und nur halt teilweise halt nur so ein Konto errichtet. Und dann war's das, ne? Die hier fahren Patrouille, wie es aussieht, ne? Die Dinge. Egal, so, was hast denn du noch? Na, sieh einer an. Der Trenchcoat hätte auch noch ein paar Werkzeuge da. Klar, 80 Tonnen Werkzeuge, ist klar, aber
Nee, nicht für das Geld. Tut mir echt leid. Danke dir. Guck mal, so lange bleibt er noch da. Sag auch. Hier? Kein Problem. So, wir sind da. Wir gehen unter Wasser. Wir gehen direkt rein. Und dann wollte ich das Teil ja gerne... Ich wollte es hier aufbauen, ne? Hier. Genau, da wollte ich es hin basteln. Dahin. Vielleicht ein bisschen höher. Bam! Dankeschön. Geil. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier Zugang zu... Was ist das? Das ist ja geil. Okay, wir haben jetzt ein Tiefseekontor. Das schließt ein, damit wir trotzdem ein Überseekontor haben. Das heißt, egal was wir für Waren brauchen, wir können hier immer drauf zugreifen. Sieht aus wie eine Ölbohrinsel. Geil. Okay. So muss das sein. So, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier bauen dürfen. Ne, Windkraftwerk ist Quatsch. Das ist alles Quatsch, was wir hier bauen dürfen. So, was ist hier los? Spezial, bla bla bla. Ein Tiefsee-Warndepot. Ja, gehen wir schon mal rein. Das interessiert. Ah, das ist normal für einen Hafenbereich. Schaut mal. Das sind ja diese normalen Hafenbereiche hier. Und das hier, mit Pfeil nach unten, das sind Gebäude, die wir hier in der Tiefsee errichten dürfen. Okay. Hier gibt es dann die Texte, die verschiedenen, ne, und so weiter und so fort. Hier, guckt mal, eine Sauerstoffanlage. Schafft Baubereich für Wohnhäuser. Steht das Bedürfnis nach Gemeinschaft? Und das dürfen wir auch. Guck mal, jetzt können wir, das könnten wir hier unten sogar eine Ölplattform mit anschließen. Hier auch, sehr, sehr geil. Was könnten wir noch machen? Ein Stadtzentrum. Auch für die Tiefsee. Steht das Bedürfnis nach Gemeinschaft? Ja, da gehen wir doch mit. Das nehmen wir doch gleich an. Da bauen wir doch gleich hier oben mal. Na, wir haben doch hier oben gleich mal so ein Stadtzentrum hin. Wir haben leider keine Einwohner. Das werden wir aber, glaube ich, ändern demnächst. So, das ist das Tiefsee-Stadtzentrum und das ist das Normale. Jetzt gucken wir mal nach Häusern. Guck mal, einfach hier unter Wasser. Ne? Jetzt dürfen wir hier Gebäude Tiefsee-Laborantenquartiere. Einwohner erzeugen Credits. Nein, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Einwohner jetzt hier Credits erzeugen. So, dann gucken wir es uns mal an. Baumöglichkeiten erweitert. Sehr schön. Ich glaube, jetzt fehlt Werkzeug, oder? Natürlich fehlt Werkzeug, ist ja klar. Egal. Wichtig ist, einen Weg anlegen. Das ist ja geil. Habt ihr... Was ist denn das für eine Verbindung? Industriehafenstraße, Hafenstraße, Akara Rail Verbindung. Nehme ich mit. Daten geladen. Das ist ja geil. Informationen zum Thema stehen bereit. Dankeschön, das ist ja cool. Verbinden Sie Ihre Wohnhäuser durch eine Straße mit dem Stadtzentrum. Danke, ist angekommen. Und guck mal, die ersten Einwohner tauchen hier schon. Geil. Okay. Wir haben doch keine Fische. Wir haben doch keine Fische irgendwie bestellt. Funktionelles Essen. Das ist ein funktionelles Essen. Und das ist einfach nur Nahrung als Fisch. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Einwohner von Octane verlangen Straßenverbindung zum Stadtzentrum. Okay. Okay, wie es aussieht, haben wir hier falsche Wege gebaut. Dann schauen wir es uns nochmal an. Lichteffekte. Basen, bla bla bla. Ne, ich brauche eigentlich eine normale, nur eine Straßenverbindung. Nehme ich mal an. Hier. Infrastruktur. Warnung. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Ja, alles gut. Dient der Verschönerung der Siedlung. Aber wir hatten doch hier sowas gebaut. Verbindet Unterwassergebäude miteinander. Ermöglicht Warenabholung. Vielleicht so hier. Oder müssen wir das komplett außenrum? Ne, schaut mal, das funktioniert nicht. Okay, wir haben noch irgendwas vergessen. Tiefsee Stadtzentrum. Das einzige Ergebnis, das Sie unter diesen Lebensbedingungen erwarten können, ist Emigration. Ein Stadtzentrum? Wir haben ein Stadtzentrum. Zwei Wohnhäuser? Jetzt ist nichts mehr da. Jetzt wohnt keiner mehr hier. Das ist okay.
Aber warum? Warum haben wir hier ein Problem mit unserer Stadtbevölkerung? Schaut mal, Gemeinschaft ausreichend erfüllt muss... Wozu komme ich überhaupt her, wenn es dich nicht interessiert? Trenchy. Alles im Lot? Dann müssen wir halt beim nächsten Mal Kohle ausgeben, damit wir wieder bei ihm auf eine positive Rufstufe kommen. Ja? Aber was mich hier jetzt interessieren würde, warum, das werdet ihr mir bestimmt in den Kommentaren beantworten können, warum haben wir hier gerade keinen Zugang, warum haben wir hier gerade keinen Zugang zu den, zum Stadtzentrum, zum Tiefseestadtzentrum? Ich verstehe es nicht. Müssen wir da noch irgendwas beachten oder muss da noch irgendwas passieren, dass wir da Zugang dazu bekommen? Oder darf das in einem gewissen, nur einem gewissen Einflussbereich nicht gebaut werden? Schaut mal, also zumindest gilt das hier als Straße. Nee. Also wie es aussieht, ist alles eigentlich gut. Krankenhäuser, Statistik, ja, das ist eigentlich alles nicht wirklich das, was ich hier suche, sondern ich hatte eigentlich wirklich nur diese Straßenverbindung gesucht. Aber die hat man doch gebaut. Oder brauchen wir hier noch irgendein anderes Gebäude? Hier gibt es aber das. Das ist das Tiefsee-Stadtzentrum. Wohnhäuser 2. Ist das, steht das, stehen die zu weit dran? Tiefsee-Wohngebäude. Warum wird das Ding hier nur zu 50% erfüllt? Kann das sein, dass wir da zu nah zu dem Konto stehen? Kann das vielleicht sein, dass die ein bisschen Platz brauchen? Ja, pass mal auf, also. Wenn sie es so wollen, probieren wir es halt nochmal anders. Ne? Wir kriegen ja unsere Ressourcen, kriegen wir ja wieder, zumindest zum Teil. Ist ja nicht schlimm. Wenn wir jetzt hier so ein Stadtzentrum aufstellen, interessiert mich einfach. Stadtzentrum. Das ist Hafen. Tiefsee. Nee, das ist nur zur Erweiterung und so weiter und so fort. Das ist auch alles. Das ist auch alles über Wasser. Okay, das verstehe ich alles. Ist kein Problem. Hier, Stadtzentrum. Ein Hafenstadtzentrum und ein normales. Wir können es ja hier nicht hinbauen, ne? Ihr seht's. Also funktioniert nicht. Hier können wir auch nichts ausrichten. Auch mit Energie lässt sich hier nichts anstellen und so weiter und so fort. Also von dem her eigentlich alles. Es dient alles nur zur Verschönerung. Das ist kein Problem. Wenn wir jetzt hier in die Text reingehen, dann hätten wir ja, ne, hier in die Text, guckt mal, dann hätten wir ja hier ein sogenanntes Tiefsee-Stadtzentrum. Muss unter Wasser errichtet werden, steht das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Okay? So. War ein bisschen zu weit. War ein bisschen zu hoch. Ist aber auch nicht schlimm. Okay. Hier Achtung, Produktionsstillstand. Alles gut. Hierher, daher geht alles nicht. Was wir anstellen könnten. Hier ist auch Ende. Was wir anstellen könnten, wäre, sagen wir mal... Spiel gespeichert. Ja, halt so ein bisschen weiter weg. So eine kleine Idee. Hier. So, dann bauen wir hier mal eins her, okay? So, Einwohnerzahl 0, bla bla bla, Steuer... Okay, alles cool, okay? So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt bleiben wir bei den Text drin. Gehen wir... Sauerstoffanlage steht das... Steht im Baubereich für Wohnhäuser, steht das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Okay, alles gut. Stadtzentrum hat man gerade geklärt. Hier gibt es dann ne, Tiefsee, Laborantenquartiere und so weiter und so fort. Hier gibt es nur das Laborantenquartier. Das kann man nur oben bauen. Wir müssen aber hier unter Wasser so ein bisschen was basteln. Ne? Also bauen wir erstmal eine Straße. Aquarell liefert unter, verbindet unter Wassergebäude, ermöglicht Warenabholung, bla bla bla, kostet eigentlich dasselbe, ne? Ist auch genau dasselbe, ich weiß ja nicht, warum es das hier zweimal gibt, ist aber egal, hier ist eine Hafenstraße und das ist eine Industriehauptstraße, lässt sich auch bauen, also von dem her, das links und rechts, so wie es aussieht, ist dasselbe. So, jetzt hätten wir hier zumindest mal einen Anschluss geschaffen. Jetzt probieren wir mal mit dem Stadtzentrum einfach mal hier außen. So, erweitern wir das ganze Ding mal. Und dann bauen wir hier außen einfach mal ein, zwei Gebäude hin. Ich will es heute einfach mal ausprobieren. So,
Tiefsee-Stadtzentrum hat man gerade. Wir gehen wieder auf die Häuser und bauen halt hier irgendwas hin. Nehmen wir halt mal so eins. Vielleicht nicht gerade hier. Ist aber egal, ob da oder da, oder? Oder muss das zwei Abstand haben? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Keine Ahnung. So, jetzt. Nahrungsversorgung mangelhaft. Die Einwohner von... Okay, die verlangen Fisch. Okay, alles gut. Vielleicht liegt es wirklich nur darum oder daran, dass die hier keine... dass die hier keinen Zugang zu Nahrung haben. Also machen wir mal so. Holen wir mal ein bisschen Nahrung ran, oder? Was meint ihr? So, wir brauchen mal ein bisschen Fisch. Dann fahren wir das hier gleich mal an den Kontor an. Dann fahren wir das gleich mal hier an und laden das ab. Wir könnten hier auch nochmal mit denen... Ich glaube, hier hatten wir auch noch irgendwo ein Schiff stehen. Eben nicht. Dann müssen wir mal noch eins bauen. Und dann werden wir halt noch ein bisschen Nahrung gleich mal noch mit ablegen. Ne? Das hier war übrigens unser dritter Kontor. Also unsere dritte große, wunderschöne Insel. Die Insel Dorado. Da hatte ich auch noch ein bisschen was vor mit denen. Wartet mal ab. Brauchen so. Sie neues Equipment? Ja, brauche ich. Brauche Werkzeug, mein Freund. Herzlichen Wir sind Dank. Uns einig. Gab es da dafür irgendeine Rufsteigerung oder irgendeinen Boni? Nee, ne? Gab's nicht, oder? Ist Ihnen noch niemand gefolgt? Nee. Alles gut. Automatische Mischanlage. 3,1% Vitamin B12. Verbessert sämtliche Gebäude des Typs Biotrinkhersteller. Warnung. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Ja, alles cool. Wir holen gleich Fisch. Kein Problem. Erzeugt eine Fruchtbarkeit auf einer unserer Inseln. Das ist das Saatgut T. Hier haben wir die Reparaturdrohne. Repariert eine beschädigte Einheit. Und hier unten gibt es den unvollständigen Satelliten. Was? Uplink-Daten. Deckt eine bestimmte Anzahl an Inseln in diesem Sektor auf. Das ist ja auch geil. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber gut. Registriere neues Fahrzeug. Okay, neues Fahrzeug angekommen. Holen wir uns noch ein bisschen Fisch und ein 10er Werkzeug. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch wieder runter ans Konto und laden gleich ein. So, das hätten wir. 25 Werkzeuge hauen wir auch gleich mal rein. Okay, die beiden sind fertig. Ihr könnt wieder abrücken, meine Freunde. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gehen wir mal unter Wasser. Jetzt wurde hier zumindest etwas Fisch wurde hier angeliefert, ne? Gerade zum Thema Nahrung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob nahrungsmäßig hier wieder irgendwas geht. Ja, okay, es geht. Okay. Jetzt müssen halt nur mal die Leute wieder einziehen, ne? Sollte das nicht gehen, dann werde ich die Gebäude nochmal abreißen und werde da nochmal neue hinsetzen. Aber das ist ja eine super geile Mechanik. Ja, die brauchen halt nicht nur ein Stadtzentrum, sondern wenn die nichts zu essen haben, dann ziehen die halt wieder aus. Das ist klar. Ne, steht hier das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Das ist halt leider nur zu 50% erfüllt. Ich weiß aber halt auch nicht, warum. Ne, 0 zu 100. Was wir halt ganz, ganz dringend brauchen, wäre jetzt erstmal ein bisschen Nahrung. Das ist Fakt. Jetzt werden wir zumindest mal das Gebäude wegreißen und werden dann zumindest dieses Gebäude mal neu aufbauen. Einfach nur mal, wann wir es können. Das, okay, die sehen ja krass aus. Ich hätte gar nicht das. Die Forschungsbedingungen hier sind katastrophal. So kann ich nicht arbeiten. Muss zu 100%, damit wir nicht unzufrieden werden. Okay. Warum? Warum sind die hier so dermaßen unzufrieden? Guck mal, die Nahrung steigt. Ist alles kein Problem. Aber die Gemeinschaft zu 50%. Wenn wir das Gebäude jetzt noch wegreißen und dann schnappen wir uns irgendein anderes. Ach, geht gerade schlecht. Dann fehlt wieder Werkzeug, oder? Dann schnappen wir uns jetzt hier noch irgendein anderes. Nicht genügend Baumaterial? Warum? Es fehlt ein Bauzellen. Ah, okay. Kein Thema. Dann fährst du mal wieder runter. Holen wir uns noch ein bisschen Werkzeug. Und wir, meine Freunde,
Wir holen uns hier einfach noch ein paar Bauzellen. Also, es macht riesen Spaß, alleine das rauszufinden, warum das so ist, warum die hier unten ein Problem haben mit dem Marktplatz und so weiter und so fort. Das kriegen wir noch raus. Mein Lieben, lass mich da davon nicht unterkriegen. Das kriegen wir auf jeden Fall noch raus. Weil Achtung, Produktionsstillstand. Dieser Stillstand, ja, ein Warenextraktor hätten wir genug. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Unterstützt du uns? Na, selbstverständlich. 5 Tonnen Bauzellen, 2 Tonnen Werkzeug. Na, aber selbstverständlich. Bitte dich. Beladen Sie das markierte Schiff mit den Waren. Das markierte Schiff ist dahinter. Also müssen wir bei uns erstmal nur ein Schiff. Müssen wir erstmal nur ein Schiff ranfahren. Dann werden wir die benötigten Waren laden. 5 Tonnen Bauzellen. 5 Tonnen Bauzellen und 2 Werkzeug. Also gehen wir mal rein. Gehen wir mal auf den 1er. 2 Tonnen. 5. Na, also alles cool. So, wo ist das Schiff? Das ist hier. Dann beladen wir halt einfach die Waren und alles ist gut. So, die Bauzellen kommen. Das Schiff ist jetzt halt extremst vollgeladen, ne? Muss man sagen, wie es ist. Haben die inzwischen schon wieder die Lokalität verlassen? Selbstverständlich sind die schon wieder abgehauen. Was ist hier das Problem? Ökologie. Bilanz. Energieerzeugung. Ihr werdet mir das sicherlich in die Kommentare sagen, was hier mein Problem ist unter Wasser. Ich finde das eine super geile Mechanik, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade zum Thema Bevölkerung und so weiter und so fort. Ich weiß auch nicht, warum das hier so ist, warum die Leute hier... Alle sind schon ganz neugierig. Super, du bist... Warum die Leute hier so unzufrieden mit uns sind und hier ganz klar wieder, ausziehen. Ich weiß es absolut nicht. Also hier war es ja im Prinzip genauso die Mechanik, ne? Baut man einfach ein Stadtzentrum hin, dann baut man ein paar Teile außenrum und bei denen wird halt das Bedürfnis nach Gemeinschaft erfüllt. Was ich mir jetzt vorstellen kann, meine Lieben, ist einfach nur, dass wir hier mehrere Stadtteile aufbauen müssen. Oh, Moment. Wisst ihr, was ich meine? Wir gehen hier unter Wasser. Das hier ist ja nur zu 50% erfüllt. Wenn wir jetzt als Beispiel einfach nochmal ein Stadtzentrum bauen, probieren wir es halt einfach aus, bauen es hier auf die andere Seite, verbinden die Dinger auch noch mit Wegen. So hier. Und dann bauen wir hier oben, dann bauen wir hier mittendrin einfach mal 2 Gebäude auf. Und dann bin ich mal gespannt, ob das vielleicht zum Erfolg führt. Gucken wir mal. Häuser, nehmen wir wieder mal 2 blaue. So hier als Beispiel. Ich strample mich ab und komm doch nicht voran, wie die Ratte im Laufrad. Die Gemeinschaft ist mangelhaft erfüllt. Warum? Nahrung, Fisch ist voll. Das heißt, die müssten ja Freude strahlen, hier durch die Gegend schwimmen. Aber so wie es aussieht, ist es nicht so. Und ich weiß nicht, warum. Warum? Aufstiegsrechte für Laboranten freigeben. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal hier komplette... Wir bräuchten hier erstmal ganz, ganz dringend... eine bessere Verteilung zu dem Stadtzentrum. Oder wir müssen die Wege anders definieren. Wisst ihr, was ich meine? Oder wir müssen die Gebäude tatsächlich nicht zusammenbauen, sondern wir müssen gucken, dass wir die Gebäude etwas versetzt bauen. Kann alles sein. Ah, ich liebe das total, das rauszufinden und so weiter und so fort. Wie gesagt, schreibt mir dazu gerne euren Text in die Kommentare rein. Wahrscheinlich mache ich hier nur einen Fehler. Gemeinschaftsbedürfnisse. Die Forschungsbedingungen hier sind katastrophal. So kann ich nicht arbeiten. Welche Forschungsbedingungen? Wir haben ja erstmal gar kein... Wir haben ja erstmal gar keine Forschung so anberaumt. Einwohner ziehen aus. Und hier haben wir auch 2 drinne. Das verstehe ich nicht. Das ist eine Kommandokonsole. Ah, alles klar. Aber ich verstehe es nicht. Warum? Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Warum haben wir Missstände? Warum? Ist das vielleicht dem geschuldet, dass wir hier an diesen Black Smokern irgendwie dran sind? Ist das dem geschuldet, dass wir vielleicht viel, viel weiter hier ins Zentrum reinbauen müssen? Ist das vielleicht dem geschuldet, dass wir ein falsches Stadtzentrum irgendwie errichtet haben? Oder brauchen wir noch eine andere Voraussetzung? Mein Lieben, wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare. Es war heute eine mega spannende Folge. Wir haben zumindest mal den ersten Unterwasserkontor errichtet. Was wir jetzt dazu brauchen, wie gesagt, ist Bevölkerung. Aber ihr seht,
Die haben schon wieder keinen Bock mehr, die wollen ausziehen. Das heißt, irgendwas machen wir hier noch falsch. Und genau was? Wie gesagt, gerne in die Kommentare, ich würde mich riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.